Jetzt sprechen wir im aktuellen Video bzw. im aktuellen edukativen Part hier mit Tikmel über das Thema Daytrading unter der Lupe. Wie schnell muss ich wirklich sein? Das wichtige Thema für Trader im kurzfristigen Bereich. Wir werden in Zukunft dann auch noch den Swing Trader und den Trend Trader hier mit ins Visier nehmen. Das also heute als Thema. Wie schnell muss ich sein? Daytrading unter der Lupe. Auch hier bitte wieder beachten den aktuellen Risikohinweis, den bitte ich auch zur Kenntnis zu nehmen, so wie er hier steht. Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Worüber sprechen wir? Heute geht es um das Thema Daytrading. Das heißt hier Nummer 1, Daytrading im Detail. Wir schauen einfach mal rein, was alles notwendig ist, um das Daytrading erfolgreich zu betreiben. Und im zweiten Teil schauen wir mal auf ein paar Setups, die für das kurzfristige Trading sehr, sehr gut geeignet sind. Also ein paar klassische Rundum-Informationen, dass diejenigen, die noch überlegen, in welcher Art und Weise sie am Kapitalmarkt hier mit Tikmel handeln, damit Sie wissen, was brauchen Daytrader, was brauchen Swingtrader, was brauchen Trendtrader als, sage ich mal, Grundlagen, um erfolgreich zu arbeiten. Hier heute das Daytrading im Detail. Starten wir also einfach mit dem wichtigsten Punkt, das Daytrading im Detail. Was macht ein Daytrader? Wie der Name das schon sagt, beim Thema Positionseröffnung und Schließung ist es so, alles innerhalb eines Handelstages. Ja? Wenn die Kurse steigen, werden Long-Positionen eröffnet, geschlossen werden sie hier selbsttretend und logischerweise durch einen Verkauf. Wenn man Short geht, dann verkauft man zuerst und wenn die Position geschlossen werden soll, naja, selbstverständlich, dann geht man mit einem Kauf in den Markt und schließt die Position. Hier gibt es eine kleine Regel, die sehr, sehr viele Intraday-Trader auch verwenden. Intraday-Stärke wird gekauft, Intraday-Schwäche wird verkauft. Grundregeln, immer dran denken, Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Sonst steht man gegen die aktuelle Tagesdynamik und das kann ja in die Hose gehen, wie man so schön sagt. Weil man hat im Intraday-Trading nicht viel Zeit. Wir sehen es ja auch, der Faktor Zeit spielt eine große Rolle. Warum? Wir müssen nur mal auf die Uhr schauen. Irgendwann ist der Tag halt um. Und wenn die Regel besagt, um die und die Uhrzeit wird mit dem Trading aufgehört und es wird keine Position mitten in die Nacht genommen, egal wie der Kurs steht, es wird geschlossen. Ja? Und wenn die Position halt im Minus ist, auch wenn vielleicht das Minus gerade kleiner wird, die Regel besagt, keine Positionen mit in den nächsten Tag nehmen. Sonst ist es ja kein Daytrading mehr. Das heißt hier, wichtig immer, die Zeit sitzt einem irgendwo im Nacken. Aus diesem Grund ist das Daytrading ja auch ein sehr, sehr kurzfristiger Handelsstil. Nicht so kurzfristig wie das Scalping, aber doch verglichen mit anderen, sage ich mal, Trading-Arten, Trading-Stilen, ein sehr, sehr schneller. Man bleibt ja also nicht über viele, viele Stunden im Trade, sondern in der Regel dauern diese Trades ein paar Minuten. Viel, viel länger wird es nicht gehen. Maximal dauert so ein Trade halt einen Handelstag. Wichtig hier auch zu wissen in diesem Zusammenhang, die Positionsgröße, die spielt eine sehr entscheidende Rolle. Das heißt, was wir im Daytrading machen ist, wir kaufen ja oder verkaufen ja nicht mit dem Ziel, die Preisleiter nach oben oder nach unten über einen sehr, sehr großen Zeitraum mitzugehen, sondern was wir hier machen wollen ist, wir wollen uns ja unter den, sage ich mal, Tagesbewegung einfach ein Stück von dieser Tagesbewegung abschneiden. Das heißt, hier sind die effektiven Bewegungen auf der Preisleiste verglichen mit anderen Tradingzeiten relativ klein, aber um Gewinne zu machen, müssen wir halt diese kleinen, sag ich mal, Bewegungen annehmen und die Positionsgröße entsprechend groß genug gestalten, dass wir aus dem Trade noch etwas herausziehen können. Ja? Also hier die kleinen Bewegungen für die Gewinnerzielung bedingen relativ hohe Positionsgrößen. Das heißt jetzt nicht, dass jeder, der hier zuschaut, Positionsgrößen von einem Lot in der Währung hin und her schieben muss. Das selbstredend nicht. Na, man muss das immer aufs Gesamtportfolio auch besehen. Man kann natürlich ein Portfolio auch sehr, sehr gut traden mit kleineren Positionen verglichen zu einem Lot. Aber verglichen auf das eigene Portfolio, je nachdem wie groß das Portfolio ist, arbeitet man dort schon mit relativ großen Positionen. Beim Thema Daytrading ist wie bei anderen
Handelsarten natürlich die Risikokontrolle wichtig, aber sie bekommt hier nochmal einen Zacken mehr an Wichtigkeit. Warum? Wir haben aus dem Chart heraus ja nur eine sehr, sehr kleine Distanz, die wir traden. Das heißt, wenn wir uns das beispielsweise hier mal im Chart vom, nehmen wir mal den Euro-US-Dollar anschauen. Schauen Sie sich mal an, hier läuft es über den Tag doch deutlich nach oben. Wir haben hier eine Spanne in den letzten Handelstagen gehabt, vom Tief bei, was haben wir gehabt, 1,12342 bis hier oben hin zum Hoch bei 1,13711. Das ist eine relativ lange Spanne, die wir hier an dieser Stelle auch haben. Wenn man sich das Ganze mal im Stundenchart ansieht, dann ist die Spanne viel, viel kleiner. Wenn man sich das mal anschaut, hier oben, an dieser Stelle war das Hoch der letzten vielen Tage und an dieser Stelle hier unten war das Tief der letzten vielen Tage. Und was wir im Bereich des Intraday-Tradings machen, ist, wir wollen uns ja ein Stück von den Tagesschwankungen abschneiden. Das heißt, wenn man sich das Ganze mal anschaut hier, wir machen mal ganz kurz die Begrenzung hier noch mit rein, um das jetzt mal so zu machen. Wir haben jetzt hier den, zack, 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 hier, das ist der neue Handelstag, hier fängt er an. Und an dieser Stelle hier drüben hört er auf 19, 20, 21, 22, 23. So, wir haben jetzt hier, schaut's mal, hier haben wir es tief, hier haben wir es hoch. Verglichen mit dem, was über die letzten Tage gelaufen ist hier in diesem Kästchen, ist das ja viel, viel weniger. Das heißt, wir haben ja auf der Preisleiter, wenn man sich mal anschaut, wir haben nur so ein Stückchen Platz, um uns was rauszuschneiden. Die Tagesbewegungen, die kamen aber von hier unten. Das ist viel mehr Distanz. Das heißt, wer von hier unten über die Tage nach hier oben tradet, hat viel mehr Raum, um Gewinne zu erwirtschaften, kann also mit viel kleineren Positionsgrößen arbeiten. Wer sich hier in diesem Gezappel etwas rausschneiden möchte, der hat halt viel, viel weniger Platz. Und die Richtungswechsel, die kommen viel, viel größer. Das heißt, wenn man sich das mal im 5-Minuten-Chart beispielsweise auch anschaut, dann muss man einfach hier an dieser Stelle konstatieren, hier ist der Tag, wer hier drinnen arbeiten möchte, der muss viel schneller sein und muss viel, viel früher die Positionen, die Seiten wechseln, einfach weil die Bewegung nach oben oder nach unten viel, viel, viel schneller wechseln. Das heißt, wer hier Geld verdienen will, der muss ganz einfach mit ganz, ganz anderen Geschwindigkeiten handeln. Das heißt, auch hier ganz klar sehr nah am Markt mitbleiben und das Risiko wirklich sehr, sehr eng eingrenzen. Der Handel im Daytrading wird hier in den kleinen Zeiteinheiten gemacht. Das haben wir ja gerade auch im Chart gesehen. Das heißt, hier im klassischen Intraday-Trading-Bereich arbeitet man von Charts oder mit Charts von Tickgrößen bis hin zu 240 Minuten. Das heißt, in Märkten, die 24 Stunden durchticken, nimmt man in der Regel oder nehmen viele Trader in der Regel nicht die Stundencharts, so wie ich das häufig mache, sondern die arbeiten mit den 240-Minuten-Chart, also den 4-Stunden-Kerzen, um sich das große Bild zu machen. Und sie kombinieren hier häufig auch die Zeiteinheiten. Das heißt, hier arbeitet man mit einer großen und den kleineren zusammen, beispielsweise dem Stundenchart und dem 5-Minuten-Chart als klassisches Beispiel oder halt mit dem 4-Stunden-Chart und dem 15-Minuten-Chart oder gerne auch im 5-Minuten-Chart. Da macht man Kombinationen, wo die größere Zeiteinheit so ein bisschen das Marktgrundrauschen die Richtung vorgibt und die kleineren Zeiteinheiten werden dann hier für das Timing an dieser Stelle genutzt. Was gibt es hier im Daytrading noch zu sagen? Ganz, ganz wichtig, die technische Analyse spielt im Daytrading eine sehr, sehr große Rolle für Trading-Entscheidungen. Man muss immer auch wissen, wann Marktnachrichten kommen, aber die technische Analyse ist hier an dieser Stelle sehr, sehr wichtig. Das heißt, was der Intraday-Trader macht, genauso wie andere Trader auch, aber er macht halt seine Entscheidungen immer an irgendwas fest, an Chartmustern, an gleitenden Durchschnitten zum Beispiel. Da nutzt man den einfachen gleitenden Durchschnitt oder den exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Man sucht nach wichtigen Unterstützungen oder Widerständen, so wie wir das hier auch in den Morning Briefings mit Tickmill auch immer machen, wo Handelsideen gesucht werden. Oder man orientiert sich an sozusagen den Vortageskerzen. Das heißt, man schaut hier am Vortageshoch, Tief, Eröffnung oder Schlusskurs und orientiert sich daran, weil an diesen Punkten hat der Markt immer wiederkehrendes Verhalten. Und dieses wiederkehrende Verhalten kann von Ihnen als Trader antizipiert werden, dass Sie dann an dieser Stelle mit dem Markt ganz, ganz homogen mithandeln können. Das heißt, hier im Daytrading machen wir die technische Analyse und diese technische Analyse macht ein Daytrader nur in Märkten, wo er eine starke Bewegung
und hohe Liquidität hat. Weil was nützt uns denn im Intraday-Trading ein Markt, der überhaupt keinen Raum für einen Trade gibt? Das nützt uns nichts. Wo wollen wir da Geld verdienen? Ja? Das heißt, wir brauchen einen Markt mit genügend Bewegung. Und dann brauchen wir einen Markt mit genügend Liquidität, ja, dass auch das Geld, was dort sozusagen reinfließt, genügend hin und her geht, dass genug Schwungmasse sozusagen da ist, dass wir hier unsere Trades auch zu vernünftigen Konditionen, Thema Spreads, im Markt mit platzieren können. Weil je größer der Spread, je kleiner ist ja auch das Potenzial, was wir aus dem Markt ziehen können. Und das hat halt bei diesem kurzen Handelsstil viel, viel, viel mehr Impact auf das Trading-Ergebnis als bei anderen Handelsstilen. Das heißt, hier mit Blick auf die Märkte mit Bewegung gibt es auch ein paar Regeln, und zwar im Intraday-Trading ist das auch sehr, sehr wichtig, kein Handel in illiquiden Märkten im Intraday-Trading, kein Handel außerhalb der Haupthandelszeiten. Warum? Wenn das Geld, was die Märkte bewegt, nicht da ist, dann muss man nicht handeln. Und das Dritte, kein Handel vor wichtigen Nachrichten. Warum? Die Big Boys ziehen vor wichtigen Nachrichten in der Regel das Kapital ab. Das heißt, hier geht die Liquidität aus dem Markt, die Spreads gehen nach oben und man kann auch nicht genau sagen, wie der Markt auf die Nachrichten agieren wird. Aus diesem Grund auch eine Regel, wichtig für den Erfolg, kein Handel vor wichtigen Nachrichten. Das geht häufig in die Hose. Punkt. Dann haben wir das Thema Arbeit mit Hebeln. Ich habe es ja vorhin auch gesagt, man bewegt relativ hohe Positionsgrößen. So. Nun ist aber nicht jeder Trader in der Lage, ein Portfolio von ein paar hunderttausend Euro mit Cash zu bestücken und sich hier mit 1:1 Positionen in den Märkten zu bewegen. Dafür können wir, das ist ja sehr schön, dass das heutzutage gibt, wie beispielsweise auch hier bei Tickmill, wir können mit Hebeln arbeiten. Das heißt, wir können mit relativ gesehen wenig Kapital ordentliche Positionsgrößen bewegen, die uns dann dazu in die Lage versetzen, vernünftiges Geld hier zu verdienen. Das schont unsere Liquiditätsreserven. Ja? Das heißt, beispielsweise mit einem Konto von 1.000 oder 2.000 Euro kann man hier durchaus schon erste Schritte gehen und die Märkte traden mit den entsprechenden Hebeln. Wichtig ist allerdings eins, ohne eine funktionierende Handelsstrategie werden Sie nicht erfolgreich sein. Und da spielt es auch überhaupt keine Rolle, wie viel Geld Sie auf dem Konto haben. Ne? Ob Sie nur mit ein paar hunderttausend Euro den Markt 1:1 bewegen könnten oder hier mit vernünftigen Hebeln arbeiten. Wenn Sie nicht wissen, was Sie zu traden haben und wenn Sie keinen Gewinn in Ihren klassischen Setups für sich erwarten können, dann spielt es keine Rolle, mit was Sie arbeiten. Sie werden Geld verlieren. Und deswegen auch hier, gerade auch bei der Arbeit mit Hebeln, ist es wichtig, dass Sie eine vernünftige Handelsstrategie an dieser Stelle auch mit haben. Ja? Daytrading ist auch ein sehr, sehr aktiver Trading-Stil. Das heißt, man guckt sich nicht nur die Charts an, sondern, ich hatte das vorhin in einer der vorherigen Folien auch schon mal kurz erwähnt, ein Daytrader verfolgt wichtige Nachrichten im Tagesverlauf. Warum macht er das? In der Tagesvorplanung ist es natürlich schon wichtig zu wissen, wann kommen wichtige Events. Das machen wir ja auch immer in unseren Morning Briefings, damit er schon mal weiß, wann er sich vom Markt möglicherweise raushalten muss. Aber es ist auch so, es gibt immer wieder ungeplante Nachrichten und diese ungeplanten Nachrichten, die können sehr, sehr große Chancen bieten, weil sie im ersten Impact ganz oft eine Übertreibung in die eine oder andere Richtung geben und wir dann auf die Gegenreaktion traden können oder aber, wenn das wirklich so eine geniale Nachricht ist, dann kann man einfach auch das Traden, man wartet die erste Bewegung ab, dann die Korrektur und dann geht man wieder in Richtung dieser Bewegung, wenn der Markt hier in diesen, sag ich mal, nach diesem Impact, erst Impact wieder in die alte Richtung läuft. Das heißt, wenn man sich das mal anschauen möchte, das können wir auch mal gut im Chart vom Euro-US-Dollar sehen. Gucken wir mal kurz hier in den Tageschart auch rein. Ich mache das mal kurz etwas größer. Schaut mal an, was hier passiert ist. Hier, an diesem Tag beispielsweise. Das ist jetzt zwar im Tageschart, spielt aber keine Rolle. Das könnte genauso gut auch ein Stundenchart sein. Hier ist das jetzt nur bildlich. Schaut mal hier an dieser Stelle. Da gab es hier etwas, das den Markt sehr wahrscheinlich positiv überrascht ist. Wir haben also eine wahnsinnige Dynamik nach oben gesehen. So, wir waren aber übergeordnet abwärts gerichtet. Was ist dann passiert? Der Folgetag hier drüben, der zweite Tag oder die Folgekerze, gehen wir mal von der Zeiteinheit weg, die Folgekerze hat die Dynamik komplett nach unten genommen. Ja, hat das alles, was hier passiert ist, wieder weggenommen. Und wenn man das dann sieht und merkt, hier oben kommt in den Kleinstzeiteinheiten Dynamik wieder nach unten rein, also in diese Richtung dieses übergeordneten Schubs, dann kann man hier sehr leicht die Übertreibungen identifizieren und sich dann
nach unten hin wieder ein Stück des Weges anschließen. Und das ist interessant und aus diesem Grund ist es wichtig, dass man nicht nur die geplanten Tagesnachrichten verfolgt, sondern auch die ungeplanten. Und das kann man sich als Daytrader sehr, sehr schön zunutze machen, einfach hier ein kleines Stück nach unten als Gegenbewegung mitzunehmen. Und das ist ja wichtig. Anders hier, da möchte ich gerne noch das zweite Beispiel bringen, arbeiten wir gleich wieder mit diesem Chart. Schaut euch das mal an. Hier auch eine sehr, sehr positive Marktüberraschung. Der Markt ist hier deutlich nach oben gelaufen, hat hier kurzzeitig nach unten korrigiert und ist dann dynamisch hochgegangen. Das ist wiederum der andere Fall, wo man als kurzfristig agierender Händler auch gut und gerne schnell mit reingehen kann. Heißt also hier an dieser Stelle, den Markt aus der Korrektur wieder in Richtung des übergeordneten Schubs bewegen. Hier abwarten, unten, man merkt, es kommt kein Verkaufsdruck mehr rein, der Markt drehte hier nach oben und dann nach oben reingehen. Das sind die Chancen, die wir hier aus ungeplanten Nachrichten sehr, sehr gut mit rausziehen können. Das heißt, hier ist es wichtig, sehr, sehr aktiver Handelsstil, den muss man auf alle Fälle immer mit den aktuellen Nachrichten abgleichen, die aus unerwarteter Seite kommen. Was sind denn die Vorteile vom Trading? Die Vorteile beispielsweise hier als Trader, man hat das Gefühl aktiver Arbeit durch hohe Aktivität. Ich kann euch das sagen, man fühlt sich, das kennt jeder andere auch, nach so einem Tag am PC manchmal megamäßig groggy. Warum? Man hat zwar jetzt nicht körperlich schwer gearbeitet, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich auch aktiv bewegt. Man hat einfach geistig extrem lange, extrem fokussiert gearbeitet und das macht erschöpft. Und das ist halt so, man macht permanent irgendwas, ja, und hat dadurch das Gefühl, hohe Aktivität zu haben. Das heißt hier, man fühlt wirklich, dass man auch gearbeitet hat. Ein weiterer Vorteil ist der, dass man durch das häufige Handeln ein sehr, sehr hohes Marktverständnis bekommt. Ne? Jemand, der nur einmal in der Woche in den Chart bekommt, der hat selbstredend ein ganz anderes Marktgefühl als derjenige, der jeden Tag ein paar Stunden am Markt sitzt. Der bekommt das viel, viel, viel enger, viel, viel näher mit. Wenn man im Trading, im Daytrading sehr, sehr gut auch agiert, dann hat man, wenn man gute Trefferquoten hat, auch ein starkes Selbstbewusstsein. Warum? Man bekommt also regelmäßig vom Markt gezeigt, du machst deine Arbeit gut. Das ist ein Erfolgserlebnis und das ist natürlich sehr, sehr gut für die Motivation im Trading, also auch ein guter Vorteil. Ein weiterer Vorteil ist, dass man, wenn Nachrichten auftauchen, halt auch sehr, sehr schnell reagieren kann. Ne? Jemand, der, sage ich mal, das Ganze nebenberuflich macht und im Büro ist den ganzen Tag, der kann natürlich auf eine wichtige Nachricht nicht sofort reagieren, sondern das Ganze erst mit Verzögerung. Der Daytrader kann da sofort drauf eingehen, weil er sieht ja die Nachricht und kann, wie ich das gerade auch gezeigt habe, nach dem ersten Impact möglicherweise eine Gegenbewegung traden oder aber die Korrektur erwarten und dann mit dem er wieder in die Richtung des ersten Impacts traden. Das ist die schnelle Reaktionsfähigkeit und das ist sehr, sehr wichtig. Das brauchen wir als Trader hier im kurzfristigen Bereich. Ein weiterer Vorteil, viele Leute können nicht damit leben, dass man über Nacht Risiken hat. Im Daytrading gibt es sowas nicht. Ne? Das Portfolio ist leer, wenn der Tag anfängt und das Portfolio ist leer, wenn der Tag endet. Punkt. Das war's. Ja? Man hat schnelle Erfolgserlebnisse und auch noch sehr, sehr wichtig, man hat ein überschaubares Handelsuniversum. Das heißt, als Daytrader fokussiert man sich auf wenige Werte. Das Ganze spart Zeit, man lernt den Markt gut kennen und man wird dann irgendwo auch zum Spezialisten für seine Märkte. Und das ist wichtig, man hat einen extrem hohen Fokus, weil das Handelsuniversum sehr, sehr klein ist. Das ist auch so eine Regel im Daytrading. Keine 100 Werte intraday überwachen. Sie handeln in Kleinstzeiteinheiten. Wie wollen Sie denn da 20, 30 Werte permanent überblicken und das Ganze auch noch traden? Das funktioniert nicht. Das heißt, das Handelsuniversum muss so klein sein, dass Sie damit entsprechend umgehen können. Wo es Vorteile gibt, gibt es selbstredend auch Nachteile. Nachteile hier? Ganz klar. Die Partizipation an langen Bewegungen ist extrem begrenzt. Warum? So eine lange Bewegung kann ja über einige Tage nach oben gehen und Sie müssen raus. Warum? Ihre Strategie sagt, keine Position über Nacht. Das ist ein bisschen blöd. Das heißt, man fliegt da raus und wenn es weiterläuft, muss man sich halt ständig neue Einstiege suchen. Das kann irgendwann das Risiko erhöhen. Beispiel hierfür, wenn der Trend lange, 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 lange läuft, wird er irgendwann alt. Und ein alter Trend bricht irgendwann. Ne? Das ist jetzt kein Geheimnis. Je älter ein Trend wird, je größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er bricht. Das kann natürlich negativ für das Intraday-Trading sein. Der nächste Punkt hier,
dass die suboptimale Risikokontrolle einen Großteil der Gewinne vernichten können. Das heißt, wer das Risiko nicht im Griff hat, ja, man macht ja nur kleine Gewinne, und wenn jetzt mal einmal ein großes Risiko aufgetreten ist, dann sind durch diesen großen Verlust im Vergleich zu den vielen kleinen Gewinnen viele, viele, viele Gewinne weggenommen worden. Und es dauert dann wieder, bis man das Ganze aufgearbeitet hat. Das heißt, hier ist es extrem wichtig, dass das Risiko unter Kontrolle gehalten wird und so klein wie möglich im Trading auch umgesetzt wird. Weiterer Nachteil im Vergleich mit anderen Trading-Arbeiten: man hat natürlich relativ hohe Trading-Kosten, nicht in Bezug auf den einzelnen Trade, ne? Da sind die ja gleich. Hier beispielsweise im Trading von Währungen 2 Dollar pro Lot. Egal, ob ich jetzt im Intraday-Trading arbeite oder im Swing-Trading, wenn ich jetzt einen Kauf mache, kostet das 2 Dollar oder Euro, je nachdem. Und wenn ich das Ganze im Swing-Trading mache, ist es das Gleiche. Aber im Day-Trading arbeiten wir ja mit sehr, sehr vielen Trades. Ja? Und wer da sozusagen, nicht genug Geld verdient, weil die Setups nicht richtig passen, da haben die Kosten natürlich aufgrund der höheren Relevanz eine größere Wirkung auf das Handelsergebnis. Und ein weiterer Punkt im Bereich der Nachteile ist die Gefahr von dem sogenannten Overtrading. Hier muss man wirklich darauf achten, Nummer eins, die sogenannte Screen Time. Das heißt, wie lange sitzt man denn vor den Monitoren und arbeitet? Ich kann dazu sagen, wir arbeiten nicht von morgens 8 Uhr bis abends 22 Uhr. No way. Ja, das hält kein Mensch durch. So lange arbeitet kein Trader aktiv an den Märkten. Das vergessen manche nebenberufliche Trader immer wieder. Das macht keiner. Das ist Quatsch. Ja. Es gibt Haupthandelszeiten und es gibt Nebenhandelszeiten. Und meistens ist es so, man handelt nur zu den Haupthandelszeiten. Und wenn man seine Märkte dann auch gut kennt, dann wird man halt sehen, dass, wenn der Markt aufmacht, hier bei uns in Europa beispielsweise, da kommt morgen zwischen 8 und 10 ordentlich Bewegung rein und dann am Nachmittag, sagen wir mal, zwischen 14 Uhr und 18 Uhr ordentlich Bewegung rein und danach gehen die Big Boys langsam zurück, der deutsche Markt geht raus, London geht raus, dann ist noch USA über, um spätestens 22 Uhr ist da einfach Feierabend. Da muss man nicht mehr in den Märkten sein. Auch das Thema Liquidität, das heißt, das ist wichtig, die Streamtime hier beachten. Und wenn man das Gefühl hat, dass man müde wird, macht einfach eine Pause. Das ist viel, viel wichtiger, als hier permanent davor zu sitzen. Ein weiterer Nachteil oder eine weitere Gefahr im Bereich Overtrading ist der Handelszwang, dass man sich einfach sagt, ich bin Daytrader, ich muss jetzt permanent traden. Das ist Quatsch. Ja, niemand zwingt einen Trader zum Traden. Ein Trader sollte nur dann traden, wenn die Signallage da ist. Und wenn heute mal nichts los ist, dann lässt man den PC halt einfach mal aus. Wo keine Bewegungen sind, da brauche ich mich doch nicht stundenlang hinzusetzen und zu hoffen, dass vielleicht eventuell was passiert. Das ist Käse. Wo nichts ist, braucht man nicht zu arbeiten. Das heißt hier, der Handelszwang ist eine Gefahr, das muss man umgehen. Und dann, gerade in diesem kurzfristigen Trading, man kommt schnell, wenn es mal gegen einen läuft, in so eine Spirale rein, wo man sich einfach sagt, okay, ich habe jetzt Mist gemacht, ich muss das wieder gut machen. Ja? Trades aus Wiedergutmachung, das ist auch eine sehr, sehr schlechte Sache und das ist hier eine Gefahr, die man definitiv im kurzfristigen Trading hat. Also das hier zum Thema Daytrading im Detail. Und dann schauen wir hier mal noch auf weitere Sachen im Daytrading, wo man einfach sagt, was ist denn noch wichtig zu beachten? Wir haben eine sehr, sehr hohe Anzahl an Tradern mit Verlusten. Ja, das heißt, der Weg zum Erfolg führt über eine sehr, sehr hohe Lernbereitschaft und die Disziplin, wie ich gesagt habe. Wenn kein Setup dabei ist, wird nicht gehandelt. Wiedergutmachungstrades werden nicht gemacht. Wenn an den Märkten nichts los ist, wird nicht getradet. Das sind so wichtige Punkte. Das muss man Stück für Stück auch lernen. Weiterer Punkt, das Thema Selbstüberschätzung. Das ist einer der größten Feinde im erfolgreichen Trading. Warum? Das Trading an sich ist ja relativ einfach. Aber wenn man dann in das Thema der Selbstüberschätzung reinkommt, dann passiert es halt, dass hohe Risiken mit großen Erwartungen gerechtfertigt werden. Hohe Risiken gibt es im Daytrading nicht. Man muss die Risiken so klein wie möglich halten, weil man hat ja auch keine gigantischen Bewegungen, die man nach oben hin mitnimmt. Weiterer Punkt der Selbstüberschätzung ist, dass sich der Trader sagt, ich kenne den Markt, ich bin hier der Spezialist und ich weiß genau, was der Markt macht. Käse. Der Markt hat immer recht. Ja? Und wer sich hier überschätzt, der bekommt vom Markt auch sehr, sehr schnell gezeigt,
du hast nicht recht, ich habe recht. Das heißt hier, Selbstüberschätzung, die sollte so weit wie möglich außen vor gehalten werden. Das ist auch ein Thema der Entwicklung eines Traders. Er muss irgendwann selbst merken, wenn er falsch liegt, dass er sich auf seine Meinung berufen hat bei dem Trade und das hat dem Trading nichts zu suchen. Na, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und noch ein Thema zum Handelsuniversum im Daytrading. Das Handelsuniversum von dem, was man jeden Tag auf der Uhr hat, sollte auf die eigene Leistungsfähigkeit angepasst werden. Das heißt, man hat damit die Möglichkeit, die Angst, etwas zu verpassen, auszuschalten. Und der Fokus auf wenige Märkte bringt uns halt in die Situation, dass wir halt an der richtigen Stelle auf unseren Trade warten können. Das also hier beim Handelsuniversum, das kann uns, wenn man es richtig einschränkt, sehr, sehr schön zum Daytrading verhelfen. Man muss jetzt nicht seinen gesamten Trading-Stil nur auf zwei, drei Märkte begrenzen. Ich zeige das ja hier jeden Morgen auch bei Tickmill. Wir haben hier über 80 Werte, die man hier für das Trading mit benutzen kann. Aber aus diesen 80 Werten suche ich mir jeden Morgen die raus, die mich für den Tag interessieren. Das sind hier in der Regel drei, vier, manchmal nur zwei Werte, die interessant sind. Und das sind dann die Werte für den aktuellen Tag. Und die habe ich dann auf der Uhr. Die anderen sind mir schlichtweg egal. Und wenn ich da was verpasse, so what, dann ist es so. Ich bin da nicht böse drüber. Das ist wie mit dem Bus. Wenn ich einen Bus verpasse, weiß ich, es kommt irgendwann der nächste. Nehme ich halt den nächsten. So ist es hier im Trading auch. Schauen wir zum Abschluss des aktuellen Webinars hier einmal ein paar Setups ab, die wir uns hier anschauen können. Das heißt hier, ich hatte es ja vorhin auch gesagt, die Suche nach Handelskandidaten wird in der Regel hier durch die technische Analyse gemacht. Marktnachrichten sind sehr, sehr wichtig, aber der Großteil der Arbeit läuft über die technische Analyse. Das heißt, man schaut hier beispielsweise auf Chartmuster wie Umkehrstäbe wie Hammer. Es gibt ja eine Menge klassische Chartmuster, die werden hier benutzt, um kurzfristig zu traden, weil wenn so ein Muster dann einmal vom Markt aktiviert ist, kommt ja Bewegung ins Spiel und von dieser Bewegung können wir uns im Intraday-Trading ein Stückchen abschneiden. Als nächstes kann man beispielsweise sagen, man arbeitet auch mit sogenannten gleitenden Durchschnitten. Ich hatte das ja vorhin gesagt, der eine Trader arbeitet lieber mit den einfachen gleitenden Durchschnitten, anderer mit den exponentiell gewichteten gleitenden Durchschnitten. Das ist reine Geschmackssache. Sie ändern allerdings am Chart nichts. Ne? Wenn der Chart im Aufwärtstrend ist, ist der Chart im Aufwärtstrend, egal welchen gleitenden Durchschnitt Sie sich hier raussuchen. Wichtig hier, diese gleitenden Durchschnitte werden häufig als Entscheidungshilfe für eine Long- oder eine Short-Situation genommen. Das heißt, man kann beispielsweise sagen, wenn der Markt über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt ist, gehe ich in die Long-Richtung. Wenn er drunter ist, gehe ich in die Short-Richtung. Oder man kreuzt diese SMA beispielsweise auch, dass man einfach sagt, okay, wenn der SMA 20 über dem SMA 50 ist, ist das erstmal ein Aufwärtstrend. Und wenn mein Kurs dann noch über dem 20er notiert, dann gehe ich Long. Da gibt es diverse Möglichkeiten. Wichtig, das muss in Handelsstrategien verpasst werden. Ne? Oder man kombiniert das Ganze ähnlich wie in der Handelsstrategie vom Heiligen Gral beispielsweise. Man nimmt einen gleitenden Durchschnitt, man nimmt die aktuelle Kerzensituation, kombiniert das Ganze und macht ein Handelssetup drauf. Punkt. Das ist dann die Arbeit technischer Natur mit gleitenden Durchschnitten. Oder man sucht in den Charts nach Unterstützungen und Widerständen. Wie das technisch funktioniert, sehen wir jeden Morgen in den Briefings. Das heißt hier, diese Unterstützungen und Widerstände werden in den Trendverlauf eingeordnet. Und sehr, sehr häufig ist es so, dass hier die Unterstützungen oder Widerstände in tiefen Korrekturen des Haupttrends vorliegen. Das ist dann natürlich etwas, das muss man einordnen. Oder aber man orientiert sich als Händler am Vortageshoch, Tieferöffnungs- oder Schlusskurs. Und man beobachtet hier das Marktverhalten. Und wenn wir beispielsweise das Thema Vortageshoch nehmen, nehmen wir mal an, der Markt notiert über dem Vortageshoch, er kommt drauf und kauft wieder. Dann, wir gucken uns das mal ganz kurz an im Chart hier, wenn wir beispielsweise hier, was nehmen wir mal? Hier, die haben wir einen schönen Wert, den wir dazu nutzen können, wo man das mal sehen kann. Ja, hier nehmen wir mal beispielsweise diesen Markt hier. Hier haben wir die Situation gehabt. Schaut euch das mal an. Hier beispielsweise. Hier hatten wir das Vortageshoch hier an dieser Stelle. Hier. Und hier war der Folgetag. Und hier haben wir gesehen, der Markt lief in die Richtung oben ran, kam damit Schwäche rein und lief nach unten. Da kommt natürlich kein kurzfristiger Trader auf die Idee, hier long zu traden. Warum? Es ist ja nun mal ganz offensichtlich, dass wir abgeprallt sind. Und der Abprall zeigt uns eher die Short-Richtung. Ja?
Das sind so Fakten, die wir einfach aus dem Markt rausnehmen können und sozusagen dann sagen können, was machen wir? Das heißt hier, Abprall vom Vortageshoch beispielsweise nach oben sehen wir als Long-Chance. Abprall vom Vortageshoch nach unten als Short-Chance. Im zweiten Falle notiert der Markt natürlich logischerweise auch unter dem Vortageshoch. Also das heißt, wir haben schon die Dynamik latent nach unten vorhanden. Das hier als ein paar Setups. Hier weitere Handelskandidaten, beispielsweise das sogenannte Range Trading. Da haben wir im DAX beispielsweise etwas, was sehr, sehr viele Trader benutzen, sozusagen die Open Range. Das geht im DAX, das geht im Euro Stoxx 50, das geht in den US-Indizes, das geht in vielen Indizes. Sehr, sehr schön zu traden, die Open Range. Man hat feste Parameter, man weiß genau Entry, Risk und Target. Das sind feste Sachen, das geht relativ schnell zum Traden. Man hat hier also auch eine gute Duplizierbarkeit und wird halt, sage ich mal, von der Entscheidungsnotwendigkeit relativ befreit, weil die Parameter sind da und man macht einfach nur das, was hier drinnen steht. Oder aber, ein weiterer Punkt ist hier, das kurzfristige Trading von Ausbrüchen an wichtigen Marken. Das heißt, an Langzeithochs oder Langzeittiefs, an Trendbrüchen oder Trendfortsetzung auf höheren Zeitebenen. Das sind häufig Positionen, da kommt kurzfristig mal ordentlich Bewegung ins Spiel. Und diese Marken können wir suchen und von dieser Bewegung, die an diesen Punkten entsteht, kurzfristig partizipieren, weil das ist ja genau, was der Kurzfrist-Trader braucht. Einen wichtigen Punkt, ich habe es hier rot geschrieben, bitte nie vergessen. The trend is your friend. Am besten immer mit dem Trend traden. Sonst geht es ganz oft in die Hose. An dieser Stelle danke für die Zeit hier im Webinar mit dem Blick auf das Daytrading. Ich hoffe, es hat geholfen für die eigene Entscheidung, was gemacht werden soll. Die Folgewebinare kommen hier an gleicher Stelle. Danke hier für Ihre Zeit.